Hey meine Lieben, hier kommt mein nächstes YouTube-Video. Ich bin jetzt in vollem Flow. Eigentlich war das gar nicht geplant. Ich glaube, ich mache so ein Silent One. Also ich sage am Anfang nur kurz, was ich mache. Und dann male ich vor mich hin, weil ich habe gerade einfach nur Lust, irgendwas zu machen. Und vielleicht erweitere ich sogar meine YouTube-Skills und mache irgendeinen Song als Hintergrund oder so. Mal gucken, wie das geht. Auf jeden Fall möchte ich heute das hier ausprobieren. Art Pro Deluxe. Ich habe das schon einmal benutzt und irgendwie hatte ich gar keine Effekte, aber ich glaube, das lag daran, dass ich das in einem sehr kalten Raum benutzt habe. Ja, mal gucken, was heute passiert. Das Mischverhältnis ist hier 100 zu 70. Ja, mal gucken. Also das Harz ist richtig dickflüssig. Es dauert, bis das rauskommt. Vom Härter. Ihr könnt hier übrigens selbstgemachte Formen von mir sehen. Bin richtig stolz drauf. Das Muster oder das Design ist nicht von mir, aber diese grünen Teile hier. Bin ganz stolz drauf, habe ich schon gesagt. So. Falls ihr auf der Suche nach Silikonform seid, ich verkaufe die ab und zu. Könnt ihr mir einfach auf Instagram schreiben. Oder Le-Material verkauft auch Silikonform auf Instagram. Die machen das ein bisschen professioneller als ich. Ja. So, ich habe den Prozess ein bisschen abgekürzt. Wenn ihr die volle Länge vom Rühren sehen wollt, dann könnt ihr das in meinem Grundlagenvideo sehen oder den anderen ersten Videos. Es ist jetzt klar, es hat sehr viele Bläschen, was ja fast normal ist bei dickflüssigen Harzen. Ich hoffe, das wird gleich alles mit der Hitze rausgehen. Dann mische ich das mit dem Titanium White, mit der Pigmentpaste von resin-kunst.de und dem Lux Pink Pigment Paste hier auch von derselben Website, wo ich 10% Rabatt habe mit Marmelade 10. Gönnt euch, da gibt es auch gute Harze. Und genau, ab jetzt mache ich mein Silent Video.
Ich rühre das hier ein bisschen, weil ich das falsch gelagert habe. Und das, die Komponente, also es hat sich hier unten ein bisschen abgesetzt. Und ihr wisst, was ich meine. Das sieht so gut aus.
So, die Untersetzer sind jetzt ausgehärtet. Ich habe eine Nacht gewartet. Und ich habe jetzt auch schon eine zweite klare Schicht mit hitzebeständigem Harz drüber gemacht. Damit man später in Ruhe Tee trinken kann, ohne dass man Ringe bekommt. Ist natürlich kein Muss. Das könnt ihr selbst entscheiden. Ich habe hier manchmal diese Löcher. Das ist, das haben die meisten. Also mir wurde erklärt, dass es dann am Silikon liegt, dass das Silikon quasi die Luftbläschen unten hält und nicht loslässt. Genau, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Hier könnt ihr auch die zweite Schicht erkennen. Tudu, jetzt kommt noch ein Goldrand drauf und dann sieht es richtig schön aus. So, viel Spaß beim Gestalten.